Herr Lemke, Sie entwickeln unter anderem Software im grafischen Umfeld. Welche Zielgruppen sprechen Sie an? Was für Softwarelösungen bieten Sie? Ja, unsere Hauptprodukte sind der Grafikkonverter und Catintosh. Diese beiden Produkte werden seit 1992 ständig erweitert und optimiert. Wir sprechen mit den Produkten sowohl den Privatkunden als auch gewerbliche Kunden, Verlage an und auch den gesamten Bildungsbereich. Sie produzieren unter anderem das Produkt Grafikkonverter. Welche wesentlichen Features bietet Ihre Software für den Markt und wie unterscheiden sich die Funktionalitäten gegenüber vergleichbaren Produkten? Welche Anwendungsfälle, welche Use Cases gibt es? Ja, das Kernfeature des Grafikkonverters ist der grafische Bildbrowser, der es dem Anwender ja schnell ermöglicht, seine gesamten Bildbestände zu visualisieren und zusätzlich auch auf die gesamten Metadaten zuzugreifen und diese auch zu bearbeiten. Als Anwendungsfall ergibt sich im einfachsten Fall die Korrektur des EXIF-Datums, wenn vergessen wurde, bei einer Kamera den Zeitzonenwechsel zu berücksichtigen. Dann kann der Anwender einfach im Browser seine Bilder markieren, über einen Klick das EXIF-Datum um 2 Stunden korrigieren lassen und dann stimmt auch das Datum wieder. Die Metadaten gliedern sich in verschiedene Bereiche in Fotos. Da gibt es erstmal die EXIF-Daten. Diese werden in der Regel direkt von der digitalen Kamera oder auch von modernen Scannern direkt in die Bilder geschrieben. Die enthalten dann das Aufnahmedatum und die technischen Details zu dem Bild, wie Blende, Kameramodell und so weiter. Als nächstes gibt es das ICC-Farbprofil. Dies wird auch in der Regel von der Kamera geschrieben. Das ist dann sRGB, Adobe RGB oder Display P3. Über dieses Farbprofil wird dann sichergestellt, dass das Foto auf den verschiedenen Endgeräten möglichst immer identisch aussieht von den Farben. Und der nächste Block sind die XMP bzw. IPTC-Metadaten. Diese enthalten Daten des Fotografen über seine Anschrift, dann auch Metadaten, eine Beschreibung des Bildes und teilweise auch Bearbeitungsschritte werden dort gespeichert. Die IPTC-Daten, die lassen sich im Nachhinein auch noch bearbeiten? Ja, die IPTC-Daten lassen sich komplett bearbeiten, können zum Beispiel auch automatisiert über eine große Anzahl von Bildern gesetzt werden. Es gibt da auch die verschiedensten Bearbeitungsfunktionen. Ein Spezialfall wäre dort zum Beispiel das Suchen und Ersetzen von XMP-Daten. Hintergrund: Wenn Bildagenturen haben in der Regel in ihren Fotos natürlich drinstehen den Namen der Agentur. Wenn die Agentur mal ihren Namen wechselt, eventuell vielleicht durch einen Aufkauf, dann kann man einfach sagen, bei 500.000 Bildern in einem Schritt ersetze Agentur X durch Agentur Y und die Bilder sind entsprechend geändert. Wie kann ich denn Grafikformate bearbeiten und welche Möglichkeiten bieten sich da? Wie lässt sich das auch in der Bachelorarbeitung machen? Ja, das geht auch ganz einfach über den Browser. Der Fotograf kann dann seine Bilder markieren, wählt dann einfach das Zielformat, legt eventuell noch die Optionen fest, das heißt, wie die Komprimierung sein soll, und kann dann in einem Schritt die Bilder in einen neuen Zielordner konvertieren. Dabei wird dann auch je nach Zielformat die hohe Farbtiefe von 16 Bit pro Kanal unterstützt. Der Fotograf kann zum Beispiel nach seiner Aufnahmesession in alle Bilder in einem Schritt seine Standard XMP-Metadaten reinschreiben. Diese beinhalten dann zum Beispiel seine Anschrift, seine Bankverbindung, seine Standardstichwörter. Das hat dann auch den großen Vorteil, dass diese Bilder also natürlich nicht nur im Grafikkonverter gefunden werden, sondern die Stichwörter sind auch in allen anderen gängigen Programmen sichtbar und werden auch in Datenbanken unterstützt und sie werden auch von Spotlight indiziert. Das heißt, auch im Finder findet man diese Bilder dann. Das ist ja der Sinn davon, dass eben erstmal die ganzen Standardsachen für eine Session in einem Schritt gesetzt werden können, sodass ich meine 500 Bilder auf einmal eben verschlagworte. Was für Möglichkeiten habe ich denn, Aktionen zu definieren und wie kann ich individuelle Einstellungen vornehmen, die ich dann einfach abrufen kann? Ja, die Aktionen sind sehr mächtig. Damit kann der Anwender seinen gesamten Workflow sehr gut automatisieren und diese Aktionen werden natürlich auch gesichert und stehen dann dadurch später natürlich jederzeit wieder zur Verfügung. Der Fotograf kann dann zum Beispiel, wenn er jetzt seine Bilder fürs Web zur Verfügung stellen möchte oder vielleicht auch einen Vorababzug für einen Kunden, kann er die Bilder in einem Schritt skalieren, kann ein Textwasserzeichen einsetzen oder zum Beispiel auch ein rotes Kreuz einfach, damit das Bild nicht weiterverwendet wird, sondern nur als Vorababzug zur Verfügung steht.
definieren. Das wird dann gesichert, diese Aktion, und kann dann über die Auswahl angewendet werden. Er wählt im Browser die Funktion Aktion definieren. Dann bekommt er ein Fenster mit einer großen Anzahl von Funktionen, die entsprechend strukturiert sind. Dann wählt er sich über Klicken und Drag and Drop die Funktion zusammen, die er möchte, legt seine Parameter fest, sichert das Ganze, wählt noch das Zieldateiformat und dann steht die Aktion zur Verfügung. Welche Möglichkeiten hat ein Fotograf, seine Aufnahmen, die er gemacht hat, nachzubearbeiten? In grafischer Hinsicht, in gestalterischer Hinsicht? Ja, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, Bilder einzeln nachzubearbeiten. Die können dann einfach über einen Doppelklick, Mac üblich, geöffnet werden. Dann stehen die ganzen Standardbearbeitungsfunktionen zur Verfügung, das heißt Beschneiden, Effekte wie Schärfen, Weißabgleich, Helligkeit mit Kurve und natürlich auch eine Unmenge von Effekten, um jetzt Ränder zu ergänzen oder auch spezielle Effekte dort einzufügen. Also die ganzen Standardbearbeitungen sind alle mit dem Grafikkonverter direkt möglich. Also auch fürs Schärfen bieten wir also verschiedene Funktionen, also die unterschiedlich arbeiten. Was kann Tilt Shift? Ja, mit dem Effekt Tilt Shift besteht ganz einfach die Möglichkeit, einen bestimmten Bildteil scharf zu setzen und die ganze Umgebung wird dann unscharf. Welche Alleinstellungsmerkmale bzw. Besonderheiten bietet der Grafikkonverter? Ja, das Hauptalleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus dem Bildbrowser mit der sehr flexiblen Metadatenbearbeitung. Das ist doch am Markt in diesem Funktionsumfang ziemlich einmalig. Was für Möglichkeiten gibt es denn, ein Bild zu stanzen, das heißt Hintergründe freizustellen, zu maskieren, bestimmte Teile, vor allen Dingen auch im Hinblick auf Haare, Freistellung von Haaren, weil es doch ein bisschen problematischer ist. Kann man das mit Ihrer Software auch machen? Das geht auch, es hängt natürlich vom Bildmaterial ab. Dazu habe ich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum einen den Chroma Key Filter. Dann gibt es den Zauberstab, der mit entsprechender Toleranz versehen werden kann, um so eine Maskierung vorzunehmen. Pfade werden also aus Photoshop unterstützt. Wenn die vorhanden sind, können die zum Beispiel in einen Alpha-Kanal für die Maskierung umgewandelt werden. Ansonsten kann ein Alpha-Kanal also eine Maske hinterlegt werden. Welche Lösung bieten Sie zusätzlich an? Zusätzlich bieten wir das Fontbook an. Das ist ein kleines Hilfsprogramm, um Schriften, die installiert sind oder nicht installiert sind, zu katalogisieren. Dann gibt es das Programm ExifSync. Das dient dazu, um die Bilder, also Fotos von mehreren Kameras zu synchronisieren, damit das Exif-Datum in allen Bildern passt und synchron läuft. Und ganz neu ist unser Plugin EpiColor für Final Cut Pro und DaVinci Resolve für den Mac. Das ermöglicht in den beiden Programmen eine vollautomatische Farbkorrektur. Es gibt auch eine Demo-Version auf der Webseite. Und dann muss das Plugin nur auf den Film angewendet werden und dann wird erstmal eine vollautomatische Farbkorrektur vorgenommen, die so korrigiert, dass es dem natürlichen Sehen entspricht, das Ganze. Bei ExifSync, wie sieht der Handlungsablauf aus? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja, der Handlungsablauf, also die Idee war erstmal, ich wurde gefragt von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der häufig Exkursionen ins Ausland vornimmt. Und dort sind ja dann mehrere Studenten dabei, die natürlich alle Fotos aufnehmen. Und dann ist natürlich immer das Problem, dass das Exif-Datum in allen Kameras nicht korrekt ist. Und man möchte natürlich, um die Fotos nachher gesammelt zu zeigen, sollte das natürlich passen. Ja, dann müssen diese Fotos einfach nur alle auf ExifSync via Drag and Drop gelegt werden. Dann erkennt ExifSync automatisch die verschiedenen Kameramodelle anhand Kamera und auch teilweise Seriennummer. Und dann sucht man sich in jedem Filmstreifen der jeweiligen Kamera Bilder, die eben das Gleiche zeigen zum gleichen Zeitpunkt. Und wenn man diese Stellen alle gefunden hat, kann man mit einem Klick die Bilder alle synchronisieren. Welche Entwicklungen sind für die Zukunft geplant? Zuerst werden jetzt die Anpassungen für das nächste Betriebssystem an der Software vorgenommen, da Apple ja doch wieder einige Sachen geändert hat, die Entwickler berücksichtigen müssen. Im nächsten Schritt erfolgen dann weitere Optimierungen in der Software, damit der Workflow für die Anwender weiter beschleunigt wird. Darunter fällt zum Beispiel auch das weitere Optimieren von und Beschleunigen von Effekten, damit diese direkt auf der Grafikkarte gerechnet werden. Sie bieten ja auch Individualsoftware für den Kunden an.
Was kann denn der Kunde bei Ihnen bestellen oder wie können Sie entwickeln für welche Bereiche als Plugin oder als eigene Software? Ja, ich biete auf Kundenwunsch verschiedene Varianten an. Es werden Plugins natürlich für zum Beispiel Photoshop kann ich entwickeln auf Kundenwunsch oder auch einfach ein bestimmter Workflow auf Basis des Grafikkonverters, wo dann das Endprodukt nur eine bestimmte Funktion ausführt und damit diese dann zum Beispiel in dem Workflow des Kunden automatisiert auf dem Webserver eingesetzt werden kann.